Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Pixelmon Let's Play zu Minecraft. Was macht dieser Tintenwisch dort? Ich will irgendwas. Okay, ein Level 43 Kaukto. Okay. Also beginnen wir mit dem Spielen. Oh, ein Abra. Geil. Machen wir einen Abra. Jo, die Bäume, also diese Büsche sind gewachsen. Sehr schön. Die enden wir dann mal später. Wir wollen ein bisschen auf Erkundung gehen. Wir können mal kurz den Ozean abfahren. Habe ich gerade ein Boot irgendwo? Weil ich gerne noch ein paar Sachen sehen will. So, diese Scherben sind dazu da, um Typen zu 20% zu verstärken. Das ist gut, dass wir die haben. Und wir haben wirklich kein Boot mehr. Also machen wir kurz ein Boot. So. Also, wir wollen nämlich auf Pokémon-Jagd gehen, jetzt wirklich. Also, wir haben ja dieses Karpata unten noch bekommen. Und ja, jetzt möchte ich so langsam mal wirklich unsere Teammitglieder für den ersten, ja, für die ersten Arenen und so haben. Und deshalb habe ich auch noch die Spawnrate ein bisschen erhöht. Aber es ist noch nicht so gut erkennbar. Also wahrscheinlich wächst das wirklich sehr langsam. Ich will ja auch nicht, dass es irgendwie leckt oder sonst irgendwas passiert mit Minecraft Crashes oder so. Hier ist ein Trainer. Ich glaube, hier drinnen waren wir mal. Schauen wir gleich mal. Ja, zu meinem Gesundheitszustand. Ich war ja in den letzten Tagen ein bisschen krank. Leider noch nicht so viel besser, aber heute schon mal ziemlich gut besser. Also, ja. So, ein Wellenrauch. Können wir das nicht mitnehmen? Ich habe nicht geschaut. Ah, man sieht es nicht, ob es abbaubar ist oder nicht. Ging doch so schnell kaputt. Ein Ventilator. So ein Seepickel möchte ich mal mitnehmen. Sieht nämlich sehr cool aus in dieser Farbe. Ja, hier ist Wasser hier unten. Also scheinbar kann so Items nicht gut mitnehmen. Da müssten wir Behutsamkeit wahrscheinlich haben oder eine Diamantspitzhacke. Jo, nicht so schlimm, aber stört mich ein bisschen, dass das auch nicht so markant lange geht oder so. Genau, wir wollten ja eben den Ozean mal ein bisschen umfahren, um zu schauen, ob es noch neue Biome gibt. Genau, hier ist das Schwanenboot, Hochzeitsboot. Dort hätten wir vielleicht auch noch Items, die wir mitnehmen können, aber die nehme ich jetzt nicht mit. Jetzt sind wir schnell wieder voll. Und ja, eben, dass wir da einfach die Pokémon finden, die wir auch brauchen. Mal gucken, im Gebirge. Ich denke, im Gebirge gibt es ein paar Pokémon, die ich, ja, trainieren will. Es gibt ja da das Lavita, haben wir das dabei? Nein, ich glaube, ich habe das gar nicht gefarmt. Also, es ist ausgebrochen, glaube ich. Okay, ist nicht so gut. Wir gehen jetzt einfach mal in dieses Gebirge hier. Da haben wir auch wieder die neuen Bäume, sehr schön. Hier haben wir schon ein paar neue Bäume. Das ist wirklich ein toller Mod. Also das hübscht alles ein bisschen besser auf. So, außer Wüsten oder, ja, dort wo es keine Bäume gibt. Also, schauen wir mal uns hier um bei diesem Gigantomax. Ich kann leider nicht hüpfen hier. Ist ein bisschen blöde. So, und dann, ja, gut, mach das so. Also hier ist, was für ein was ist das für ein Pokémon? Ja, sehr schön. Man sieht es direkt. Ein Den. Sonst haben wir hier nichts mehr. Nö. Überall hat es diese
Mauern im Weg und die haben halt viel zu große Kollision. Konnte ich nicht so gut um und drum. Rundherum, der drum, der drum. Ah, hier hätten wir einen. Wären wir hier noch ein bisschen weiter gegangen, wir hätten auch die Kokobaum gefunden. Aber die sind scheinbar wirklich nur noch in Ebenen oder Wälder und in Mesas. Das sind grüne. Nee, grün schon? Grün haben wir noch nicht. Wie weit weg die geschleudert werden. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Oh, Pelipper. Nicht schlecht. Die alten Pokémon, weiß ich, kenne ich eben noch. Die kann ich nicht mehr vergessen. Ich habe so fotografisches Gedächtnis. Aber die neuen, also ich habe eine Sandburg gesehen, eine Sandburggeist. Ich habe einen komischen blauen Vogel gesehen, der richtig dumm aussah. Und was habe ich noch gesehen? Ich habe nur kurz ein Bild gemacht vom Carpador. Und das war ein bisschen missgeschicklich. Das Carpador ist unter den Kakteen, wie der eine Tintenfisch da am Anfang. Gestorben direkt. Und durch das Ding. Durch das Schlafen ist er wieder belebt worden, sozusagen. Das ist gut, dass das geht. So, hier könnten wir vielleicht hoch. Das ist jetzt wirklich so ein Gebirge, was ich kann heute nicht hüpfen. Eieiei. Heute ist der Wurm drin. So. Also. Wie die tief liegen. Ja, sind ziemlich viele Flug-Pokémon. Sie auch ein bisschen hochgetrieben. Dass pro Spieler auch ein bisschen mehr spawnen, weil wir alleine zocken, leider. Oh, ich habe keinen Server. Ja, Pixelmon als Server würde noch gut gehen. War damals sehr beliebt und heutzutage hoffentlich auch irgendwann mal wieder. Aber also in YouTube kann man halt einfach nicht immer so alle erwischen, oder? Viele finden einfach so Videos gar nicht mehr. Das ist einfach das Problem. Man kann nicht mehr so große Projekte starten. Einfach so. Ich glaube, die roten haben wir sicher. Die roten und weißen, weiß ich, habe ich geholt. Rosrot auch. Haben wir. Ich nehme es trotzdem mit. Also, in einem Nadelwald. Was gibt es da für Pokémon? Das haben wir schon. Das ist das Knuckli. Ja, Knuckli. Gut. Gelb. Gelb nehmen wir mit. Hui. Sehr schön. Also, spawnen leider immer noch nicht so genügend. Wir bleiben halt da nicht immer so an einer Stelle. Also. Jetzt Sinn machen, einfach mal ein bisschen zu warten. Also Parchirisu, so weiß ich, ist halt nicht so stark. Lohnt sich eigentlich nicht zu fangen. Jetzt noch. Also schon. Ein Samurzel. Mit Samurzel habe ich eigentlich gerne gekämpft in der Rubin-Version. Aber ich möchte lieber ein Knilz. Ja, viele sind nicht. Am Spawn. Keine Ahnung wieso. Mag einfach Minecraft oder der Mod nicht so schnell irgendwie ja neue Spawn oder so. Kokuma. Oh. Ein Sesokiz in der Herbstvariante oder in der Sommer? Ist leider ein bisschen hoch. Schade. Panekon, das wird die Motte. Ich weiß nicht, wie die Motte heißt. Ja, müssten wir einfach auch ein weil ich weiß nicht, wie es heißt. Aber dieses Wurmpel, genau, Wurmpel heißt es. Okay, müssen wir eins bauen. Hey. Hey. Wieso immer so klein? Lebensschutz, komm. Okay.
Dann halt kopflos. Ich sehe nichts, liebe Kamera. Oh ja. Gut, dann. Pokebälle. Ein Superball. Das reicht hoffentlich. Vielleicht ein Teammitglied, ja. Ja. Sehr schön. Wir haben's. Gut. Jo, oh. Ist auch ein Pilz, aber mit Pokéballform. Terntan Pignon. Ist leider sehr hoch. Jo. Oh, Tetiosa, die kenne ich noch. 29? What the hell is going on? Oh, oh. Die habe ich immer gerne in der ersten Gen gehabt. Klamotte. In Owei, ja, das wäre, das kommt in den Näheren. Ich habe jetzt noch nicht so Bock, so schwere Pokémon zu fangen, weil ich sie nicht gut schwächen kann. Nabula. Mabula, okay. Nee. Ist auch so hoch, das Tediose. Wieder Mabula. Oh, ja. Okay. Fangen wir mal. Okay. Lebensschuss nochmal. Oh ja. So, also auch ein Superball. Also unter Level 25 Superball, über Level 25 Hyperball. Also Fifien, ja, ist vielleicht nicht so extremst interessant. Es ist halt ein Pokémon, wo man einfach gerne haben muss. Das ist einfach so ein, jo. Hat ein Unlicht-Pokémon. Nicht böser Hund. Ja, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber ich habe ja einen guten Ding. Waterby. Steinwurf. Käfertrutz ist. Okay, das Bärangriff gesinkt. Sehr schön. Und was jetzt? Snom Nom. Das ist dieser kleine, dicke Käfer. Ne? Katapult, geil. Das ist eigentlich genau die gleiche Attacke wie Steinwurf. Hat aber bessere. Ja, dann nehmen wir es. So, also, Snom Nom, ja, genau dieses fette Teil. Also ja, ist ja eher die Wolle, aber Kerada habe ich noch nie gesehen. Muss immer wissen. Konfusion, nein, nicht. Sehr effektiv und leider nicht tot. Okay, so ist es tot. Das dachte ich mir. Dann doch, du baust lieber. Und Blatt. Okay, ist nicht sehr. Was ist denn das für ein Typ? Man sieht es halt nicht. Schnabel. Sehr effektiv, okay. Und ja, wir haben gewonnen. Nochmals ein Pokémon. Urmel könnte vierte Gen sein. Schattenstoß. Dann Schnabel natürlich. Schön, wunderbar. Das ist cool, dass so effektive Attacken gerade sehr viel Schaden haben. So, bei Pionskora bin ich nicht sicher, ist wahrscheinlich Gift noch. Käfergift. Sieht aus, ja, hier geht nur Gift oder Gift und irgendwas noch dazu. Was, sehr effektiv? Wegen Geist? Nein. Wegen Pflanze, ne? Ui, das sind böse. Komm, Kappa, du schaffst das. Du
Das sind ganz böse Stachelfinale. Ich kenne die jetzt auch überhaupt nicht mehr. Bist du nicht stärker? Oh. So ein Mist, ey. Also Volley, Volley ist die Doppelkick. Komm. Ja, wow. Ganz knapp gewonnen, aber jetzt. Was? Nochmals? What the fuck? Mit Tiefschlag? Wie zu OP, Trainer? Das Spiel hat einfach zu OP Trainer zwischendurch. Also hier musst du mit dem Fuß sein. Bei Tiefschlag, hey. Das muss eine starke Attacke sein. 50 hat es sicher. Also schlaf, Bruder. Ach, fehl. Okay. Big. Ist leider nicht so eine starke Attacke. Und ich habe Plage, ist auch so ein Dot. Oh je. Ja, wir werden es verlieren, aber wir haben dafür ein bisschen trainiert. Und wir verlieren halt ein bisschen Geld, das wir sowieso nicht haben. Okay. What the fuck? 5. Ist das die Pokémon und so? Nein, die hat 6 gehabt. Also momentan können wir leider nichts fangen. Komisches Vieh. Es sieht für mich wie aus einem Spiel. Ich glaube Super Mario 5 Golden Coins, die Ameisen. Genau. Bin ich genau schnell drauf gekommen. Sieht so für mich aus. Ist wahrscheinlich eine Art Easter Egg dazu. Jo, ein Riesenwald wieder. Wir haben ja dort, wo wir wohnen, auch ziemlich einen großen Wald. Aber diese Tannenwälder, die es leider in Minecraft so nicht mehr gibt in der 1.20 und 1.19 schon. Also sehr selten wurden. Aha. Könnte ein Panda-Bär sein. Jo. Und hier haben wir eine Ebene, aber in einer Ebene brauche ich auch nichts. Ein Samurzel, ja, könnte ich ja nicht direkt fangen wahrscheinlich. Mache ich aber nicht. Weil ich doch ein bisschen kämpfen möchte gegen die Viecher, die ich fange. Oh, ein Piratenschiff wieder. Ah, okay. Ein Blatt. So, ein Farm. Also, dann gehen wir noch kurz aufs Piratenschiff. Ich glaube, wir haben schon eins gesehen, oder? Bin mir gar nicht mehr so sicher. Aber sieht so cool aus. Ponitas, boah. So viele sogar. 3 Stück oder so. Sind sogar Galoppas. Aufwecker. Was? Sind das Galoppas, oder? Also, da sind... Ah, die, wo roter sind, die sind Galoppas. Und die anderen sind Bonitos. Die sehen ziemlich ähnlich aus. Haben aber mehr Flammen, also stärkere Flammen. Gut. Wunderbar. So. Hier haben wir gelbe. Gelbe haben wir schon gesammelt. Ist gelb, oder? Sieht so dunkel aus. Ja, Radikal war auch immer ein Pokémon, das ich nicht gerne trainiert habe, aber immer wollte. Also, ich wollte es, aber habe es nie so, ja, so richtig mögen. Weil es, ja, ziemlich schwer zum Trainieren ist. Wenn es Superzahn hat, dann ist es easy, aber sonst, ja, finde ich es nicht so stark. Krabi. Krabi ist eins, das, glaube ich, immer am Anfang vor allem dabei hatte. Weil ich immer noch ein Wasser-Pokémon brauchte. Ich war halt ein Glumanda-Fan und hatte dann Feuer-Pokémon. Ich war einfach Knofensa-Fan in der blauen Version.
Sarzenia dann. Sarzenia habe ich ja nie gekriegt, weil ich doch mit einem Schüler, also von der Schule einer, schon kannte, aber der hatte immer nur einen Gameboy, einen normalen Gameboy, der kleine Pocket, glaube ich, heißt dieser. Und hat damals nie gespielt, weil es halt immer schwarz-weiß nur war. Also ich denke, rote Aprikopos habe ich. Hallo du, du bist ein seltener Boss. Grund B, okay. Das ist okay, dass es Korallen hier gibt. Ich glaube, eine Aufwecke brauche ich nicht mitzunehmen. So. Ich glaube, hier tun wir auch so langsam mal wieder ein Waypoint machen, weil ich irgendwie schon langsam zurück sollte. Das Problem ist eben. Ich habe keinen Platz, nie. Das Pokémon-Spiel. Also der Mod tut uns einfach alles Platz rauben. Zu viele Items. Plateauschuhe. Ja. Krass. Einfach nur heftig, diese Anzahl von Items. Jo. Gibt's sonst noch was? Hier irgendwo noch eine Kiste, wo ich irgendwas drin hatte. Sägesang weiß ich, habe ich. Also ich muss nicht mitnehmen. Ja gut. Nehme ich eben später. Genau, hier waren doch die Orgelkarallen. So, also, vielleicht hier nochmal. So ein Piratenschiff, ziemlich cool. Arg. Ja, dass wir ihn gefangen hätten, wäre mal ein Tag gewesen. Und hier ist ein Tauros. Statue. Hier oben. Können wir halt nicht gut hin. Wäre schon etwas oben. Ja. Ich muss mal fliegen können, also ein Flug-Pokémon so langsam. Ja, das Bautz kann vielleicht dann fliegen. In der dritten. Nochmals ein Piratenschiff. Sogar noch ein größeres. Das fliegt nur. Wieso fliegt das dort? Also, dann machen wir hier vorne noch einen Wegpunkt. Aber wenn ich voll bin und jetzt noch weiter reisen will, dann mache ich solche Wegpunkte. Ist besser als dann immer wieder zurückgehen, dann wieder hingehen, wieder zurückgehen. Ein alter Reif. Nur zum Verkaufen. Heidverwirrung. Wow. Okay. So Sachen muss ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen, oder? Ich denke, ich werde ab und zu dann mal so Erkundungs-Livestreams machen oder so. Können wir alle Items nochmal holen. Aber ja, die meisten werden wir wahrscheinlich einfach nicht mehr holen können. Also ich möchte gerne hier hochkommen. Das wäre gut, wenn wir jetzt einen Wegpunkt haben, dass wir dann spät, wenn wir fliegen können, dann dort hochfliegen können. Oh, die sind cool. Die sind schön. So, dann mache ich noch kurz ein Bild. Sind das Eisberge dort? Wahrscheinlich schon. Ein Wassertempel. Oh. Ey, ich will hoch. Ich will da nur hoch. So. C. Ist nicht ganz drauf. So. Ja, einen Wegpunkt machen, genau. Gegen das. Und jetzt, oh, noch
Ball, ein Meister, ein Superkiste. Was ist das? Holzkohle. Okay, Typ vom Feuer. Vom Feuertyp bestärkt Attacken. Ist. Gibt's nicht. Nein, nein, wir haben ja. Also. Obwohl, ist schon wieder belebt worden. Wir haben ja noch, glaube ich, Wasser und so. Oh, Siepe. Dass ich dich auch sehe. Cool. Gute alte Erinnerungen. Wie lange habe ich kein Siepe mehr gesehen? Wahrscheinlich seit dem letzten Pixelmon-Mod. Let's Play oder Livestream. Oder mindestens vom Server damals 2017. So, Bautz ist auch wieder belebt worden. Da haben wir noch ein Schiff. Ist hier im Wassertempel irgendwas Besonderes? Wieder. Ist irgendwie die Spawnrate für irgendwie ein Legendary hier höher? Oh Gottchen. So was von ertrinken. Mann, ich würde nur kurz schauen. Wir haben ja ein Boot. Also so Wassertempel, ja, zum Looten. Okay, in einem Eisbergbiom könnten noch spezielle Pokémon spawnen. Gibt ja viele Eis-Pokémon. Schauen wir einfach dann noch. So. Also. Da haben wir. Was soll ich haben? Elektriker oder so? Makne, okay. Ja, ich übernehme gerne deine Yacht, aber deine Werkstatt nicht. Ach, dass es immer zurückgesetzt wird mit diesem Physikmod, finde ich so doof. Also im Wellenrauch nicht abbaubar scheinbar. Hallo. Weiße Wolle, cool. Jo, also diese Seerauch, die sind ein bisschen zu häufig. Okay, danke schön fürs Besichtigen. Lusardin. Oh. Okay, so, also hat ein Wrap. Das ist eine Klippe und Wasser ist. Haben wir hier irgendwo Pokémon auf Land? Ja, wir wissen, blaues Eis scheinbar. Kabador wieder. Das sieht auch cool aus. Ja. So eine Stadt unter Wasser, nach unten gerichtet. Cool. Okay, riesige Winguls. Aber spawnen hier auf den Eis schon keine Pokémon? Weil Eisbären spawnen ja auch auf Eis schon. Hier hätten wir überall blaues Eis. Blaueis. Oh, Walme. Cool. Ich dachte, hier hätte es gesehen. Ja, der Baum dort hinten habe ich gesehen. Von weitem. Jo, schön, dass wir auch so ein Biom mal gefunden haben. Okay, dort ist ein Brock. So, das Rock durchsuchen wir noch kurz. Und ja, dann muss ich leider wieder eine Pause machen. Ich habe noch etwas vor. Ja, noch nicht so schnell. Rote Flöte. Also, dann mache ich doch mal. Los. Ich trotzdem entweder finden könnte.
Eine Melone, wir haben noch nicht Melone. Ich denke, ja komm, Holz. Kein Schwein. Ah, Lapras, cool. Ja, Lapras wäre vielleicht ein Pokémon, das ich spiele. Und was ist das hier? Irgendwas mit Grünzel. Grünzel. 46. Gut, dann hier. Jo. Dankeschön fürs Zusehen. Hat Spaß gemacht wieder. Ein bisschen Pokémon orientiert. Der Part. Jo. Mal gucken, ob wir irgendwas noch finden. Aber wir gehen so langsam zurück. Es ist immer noch der gleiche oder so ein bisschen der Teil des Ozeans. Weitere Ozeane, die verbunden sind. Also im nächsten Part gehen wir hier nach Norden, denke ich mal. Jo, dann tschüssi und Dankeschön fürs Zusehen. Bis denn. Tschüss.